Hallo meine Freunde und willkommen bei Wildnis Extrem, meine Freunde. Ja, ich bin's wieder, euer Wildnis Extrem, Experte Extrem. Und der eine oder andere fragt sich bestimmt, wo sind wir denn dieses Mal? Ja, das kann ich euch verraten. Wir sind heute in meinem Garten, beziehungsweise wir, also ich zeige euch heute, wie man in seinem eigenen Garten überlebt. Denn ihr wisst bestimmt, in einem Garten, da kann es schon mal ziemlich rau zugehen. Und deswegen braucht ihr natürlich mich, den Wildnis Extrem, Experte Extrem, um herauszufinden, wie man im Garten überlebt. Der ein oder andere fragt sich bestimmt, hä, Wildnis Extrem, Experte Extrem, warum siehst du denn so anders aus plötzlich? Ja, das kann ich euch verraten. Und zwar, wisst ihr, meine Sendung lief auf RTL und dann wurde die abgesetzt. Aber das Gute ist, dass keine Sendung, die auf RTL lief, gut lief. Deshalb bin ich jetzt wieder am Start, aber leider sind die vom RTL-Team dumm und haben meine ganzen Sachen verschnappt. Mein Hut ist weg, meine Jacke ist weg, meine Stiefel sind weg, alles ist weg. Aber wenigstens habe ich noch meinen Rucksack. Das Gute ist, ich habe diesen neuen Hut spendiert bekommen, diese neue Jacke spendiert bekommen, eine neue Hose spendiert bekommen und frische Unterwäsche spendiert bekommen. Perfekt! Und deswegen kann ich jetzt wieder am Start sein für euch bei einer neuen Staffel Wildnis Extrem, meine Freunde. Oh, ihr habt mich entdeckt. Das kann eigentlich gar nicht sein, denn ich bin der Versteckungsexperte Extrem. Aber naja, vielleicht seid ihr einfach gut im Ausspüren. Jedenfalls werde ich euch jetzt erzählen, wie man in einem Garten überlebt. Denn was ist das Wichtigste beim Überleben? Genau, man braucht was zu essen und man braucht was zu trinken. Ja, und das werden wir uns jetzt beschaffen. Okay, Leute, ihr wollt natürlich wissen, wie man sich Essen im eigenen Garten verschafft. Manche Leute sind zu schlau und haben einen Apfelbaum gepflanzt. Das habe ich aber leider nicht. Das ist aber nicht so das Problem, denn ich habe eine andere Möglichkeit, um mir Essen zu beschaffen. Diese Steine hier, die wahrscheinlich jeder, der eine Baustelle bei sich zu Hause hat, bei sich zu Hause rumliegen hat, können manchmal wahre Schätze beinhalten. Man muss sie einfach mal so ein bisschen wegschieben. Oder hier den hier. Und dann kann man auch irgendwann leckere Geschmacklichkeiten finden, wie zum Beispiel hier. Leute, die sind fündig geworden. Das ist der Wahnsinn. Ich habe einen Kinderriegel gefunden. Den werde ich jetzt verschnaschen und man sollte ihn vorher vom Dreck befreien, denn Dreck ist nicht so gesund. Und wir werden jetzt mal versuchen aufzumachen. Ich krieg's nicht hin. Ich versuche mal mit meinem Schwert. Perfekt, hat geklappt. Dann können wir die Außenhülle befreien. Das ist wie bei einer Nuss, eigentlich die Schale wegmachen. Dann holen wir unseren Kinderriegel raus und dann tun wir uns den in den Mund reinstecken. So, jetzt habe ich Energie für die nächsten 15 Tage und jetzt brauchen wir erstmal was zu trinken. Nachdem ich jetzt meinen super leckeren Kinderriegel verschnascht habe, habe ich natürlich Energie für die nächsten 15 Tage. Habe ich 15 Tage gesagt? Ich habe 15 Tage gesagt. 15 Tage! 15 Tage habe ich jetzt Energie. Aber ohne Wasser kann der Mensch natürlich nicht überleben. Das heißt, wir brauchen Wasser. Und wie kann man sich Wasser im eigenen Garten beschaffen? Genau, man kann in sein Haus gehen. Ach nee, warte mal. Nein, man kann auf die Bäume gucken. Denn manchmal wächst Bäume in Flaschen am Wasser. Ich meine natürlich, manchmal wächst Wasser am Baum in Flaschen. Und wir haben Glück. Hier ist so eine Flasche gewachsen. Wir müssen sie nur noch runterkriegen. Dafür muss ich aber meinen alten Feind Baum bekämpfen. Wir werden es tun mit meinem Captain Sharky Schwert. Ich hoffe, es geht nicht kaputt, weil davon noch eins zu kaufen wird schwierig. Okay, ich hab's geschafft. Ich habe mir die Flasche besorgt. Nun muss ich natürlich nur noch was trinken. Perfekt. Wir machen wieder die Schale auf. Und trinken was. Perfekt. Ich habe nichts daneben gekippt oder so. Super. Dann habe ich ja jetzt genug Energie für die nächsten 13 Monate. Leute, ich habe mich gerade verstärkt, denn ich glaube, ich habe ein wildes Tier gesehen. Mal schauen, ob wir das wieder noch finden, aber erstmal geht es um was anderes. Und zwar, wenn ihr so gut vorbereitet seid wie ich, was ihr natürlich seid, weil ich habe es euch ja jetzt gezeigt, habt ihr, wenn ihr im eigenen Garten seid, natürlich euer Supi-Dupi-Dschungelauto dabei. Das braucht ihr, denn damit könnt ihr am schnellsten durch den Garten fahren. Wir verstauen unser absolut fantastisches Schwert hier vorne und dann setzen wir uns auf den Sitz. Der Sitz ist vielleicht ein bisschen feucht, aber das ist okay, weil das ist schon okay. Also setzen wir uns drauf. Oh, geil. Wir lösen die Handbremse und dann geht's auch schon los. Perfekt. So gut kommt ihr mit nichts anderem voran. So, das war's mit dieser Folge von Wildnis Extrem. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge.